an manchen Tagen, da habe ich keinen Bock ins Training zu gehen, habe ich so Bock auf gar nichts, aber dann gehe ich quasi mit einem schlechten Gesicht ins Training und komme mit einem guten wieder raus, mit einem Strahlen. Das ist bei mir schon so eine Angewohnheit, wenn ich Freizeit habe, stecke ich mir die Kopfhörer an, oh, mach Musik an. Und dann, egal, ich muss mich nicht unbedingt bewegen, ich kann das auch mit alles im Kopf machen. Ich habe ja mit 4 angefangen zu tanzen und ja, in der Tanzschule gab es noch nicht wirklich Hip-Hop. Weil ich mit dem Tanzen nicht aufhören wollte, habe ich dann eben mit Ballett angefangen. Ich wurde dann älter und dann war das dann so, fanden das irgendwie alle ein bisschen komisch und dann dachte ich vielleicht, ich probiere auch mal Hip-Hop aus. Ich denke nicht wirklich dran, jetzt mache ich was mit meinen Füßen, jetzt mache ich was mit meinem Arm oder Oberkörper, Kopf. Ich versuche, alles einmal zu bewegen. Was mir auch Spaß macht, ist im Theater zu tanzen oder zum Beispiel Freunden was beizubringen. Die sagen dann zum Beispiel in der Pause immer, oh, ich habe dich letztens gesehen. Oh mein Gott, du kannst voll gut tanzen, kannst mir mal das beibringen. Und dann gibt es auch manche so Situationen, da tanzen wir dann auch nach der Schule auf dem Schulhof. Wenn ich Langeweile habe oder traurig bin oder so, dann mache ich mir immer Musik an und tanze, weil das ist dann einfach wie so eine Befreiung von allem. Hip-Hop kann man überall tanzen. Egal, ob auf der Straße oder in einem Café, einfach da, wo Musik läuft. Und natürlich kann es auch im Parkhaus sein. Ich bin Luis und tanzt ist alles für mich.